Knackige Sci-Fi in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute spielen wir mal die Gangut Stufe 3 der russischen Schlachtschiffe und meine Freunde, ihr werdet es nicht glauben, dieses Schiff gab es wirklich. Die Kiellegung der Gangut war am 15. Juni 1909 und die Dienststellung war im Januar 1915. Verdrängung im Originalzustand waren 25.850 Tonnen und nach dem Umbau 26.692 Tonnen. Längen vor dem Umbau waren 182,9 Meter und nach dem Umbau 184,8 Meter. Breite betrug 26,9 Meter. Wegen dem Umbau werden wir auf jeden Fall später noch drauf eingehen. Die Gangut war das Typschiff der Klasse. Vier Schiffe wurden für die kaiserliche russische Marine gebaut. Sie war benannt nach der Seeschlacht bei Gangut im Jahre 1714. Schwesterschiffe waren die, ach ich liebe es Freunde, Petropavlovsk, die Sevastopol und die Poltava. Die vier waren die ersten russischen Dreadnoughts. Da russische Werften wenig Erfahrung mit dem Bau moderner Großkampfschiffe hatten, wer hätte das wohl gedacht, Freunde, wurden italienische, deutsche und schottische Entwürfe angefordert. Was letztendlich zu einem recht eigenwilligen Design an die italienische Dante Algerie-Klasse angelehnt war. Denn ihr müsst wissen, Freunde, Russland bewilligte nur Gelder, wenn diese Schiffe in russischen Werften gebaut werden. Wurden. Wie auch immer. Die Schiffe hatten einen Eisbrecherbug, deshalb sieht dieser auch so ein bisschen klobig aus, aber war natürlich notwendig, denn ihr wisst ja, in russischen Gewässern ist es immer mal etwas kälter. Der Bau der Schiffe dauerte sehr lange, da Russland Schwierigkeiten hatte, den benötigten Stahl in ausreichender Menge herzustellen. Während des Ersten Weltkriegs diente die Gangut in der baltischen Flotte aus ihrem Heimathafen Helsinki, ohne je an größeren Operationen beteiligt zu sein. Das Schiff nahm 1918 am sogenannten Eismarsch der baltischen Flotte teil. Nach dem Kriegsende wurde sie in die sowjetische Marine übernommen. Am 27. Juni 25 in Oktjabrtschka Revolutsja. In Deutsch Oktoberrevolution umbenannt. So. Und erheblich modernisiert. Wir werden sie aber mal weiterhin lieber Gangut nennen. Sonst breche ich mir hier noch wirklich die Zunge. Hier mal ein Bild der modernisierten Gangut. Na, Freunde? Was fällt euch da auf? Richtig, sie sieht 1:1 aus wie die Ismail. Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 wurde das Schiff von Tallinn zunächst nach Kronstadt verlegt, wo es am 21. September 1941 bei Fliegerangriffen erheblich beschädigt wurde. Die Instandsetzung fand auf der Werft in Leningrad bis zum 23. Oktober 1941 statt. Anschließend wurde die schwere Artillerie des Schiffes zur Verteidigung der belagerten Stadt eingesetzt. Am 4. und 5. April 1942 griffen deutsche Flugzeuge die Gangut im Leningrad Hafen an. Dabei wurde sie durch vier Bombentreffer beschädigt. Am 22. Juli 1944 wurde das Schiff mit dem Roten Bannerorden geehrt und hieß seitdem Rotbanner Schlachtschiff Oktoberrevolution. Ah, ich würde dem Schiff noch einen längeren Namen geben, dass man von vorne, vom Bug bis zum Heck einen kompletten Namen durchziehen kann. Von 1954 bis 1956 diente die Gangut als Schulschiff, ehe sie außer Dienst gestellt und schließlich 1959 abgefragt wurde. Anker- und Flakgeschütze stehen seitdem als Denkmäler im Stadtpark von Kronstadt. Ein Rohr von der Hauptbewaffnung wurde ab 1954 beim Wiederaufbau der Küstenbatterie Maxim Gorki 1 verwendet. Ja, Freunde, das war die kurze Geschichte der mächtigen Gangut. Dann sehen wir uns gleich wieder im Gefecht. Bis gleich. So, Freunde, willkommen auf der Gangut. Wir sind auf Ringherrschaft unterwegs und ich werde wieder begleitet von Kasu und Pfirsich. Schöne Grüße gehen natürlich raus. So, dann schauen wir mal, was die Gangut so kann. Sieht ja optisch schon so ein bisschen aus wie die Nikolai. Mit ein paar Änderungen so, gerade was das Heck betrifft. Aber im Großen und Ganzen ist es fast eine Nikolai. Nur, dass der Vorteil bei der Nikolai ist, dass sie halt wirklich die Türme komplett durchdrehen kann. Und bei der Gangut ist es so, ihr seht, der vordere Turm, der kann nur nach hinten drehen. Der zweite Turm und der dritte Turm kann nur vorne nach ja, von rechts nach links und von links nach rechts von vorne. Ihr wisst, was ich meine. So, da haben wir eine Kongo. Kongo? Nein, Freunde, ganz normal Kongo. So, wir gucken mal hier. Ja, ist schon ein bisschen was dabei, was Spaß machen könnte. Ist auch das einzige russische Schiff hier, was es wirklich gab. Alle anderen sind halt wirklich nur Blaupausen. Das ist natürlich sehr, sehr eklig. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fan von Blaupausen und
Ah, schade. Königsberg leider nicht ordentlich getroffen. Jetzt drehen wir wieder ein bisschen ein. Lad nach, Baby, lad nach. Komm schon und. Ah, Doppelzieher, Freunde. Weg ist das Teil. Sehr schön. Ja, Papa Doppelin hat mal wieder zugeschlagen. Wir kennen es. So, da ist die Kongo. Die steht da so schön. Die steht da so schön. Wir müssen natürlich noch ein bisschen warten, bis hier nachgeladen ist. Können wir der Kongo auch nochmal eine drücken? Wäre natürlich sehr schön. Oh, hat auf jeden Fall gerumst. Oh, da ist eine Emerald. Die haut ab. Na, komm schon. Na, komm schon. Komm schon, mein Schatzi. Auf jeden Fall unseren vorderen Turm. Das ist natürlich der Nachteil bei der Gangut. Wir haben vorne nur einen Turm. Wir müssen halt immer ein bisschen Breitseite zeigen, damit wir hier die hinteren Türme auch alle benutzen können. Ah, jetzt ist die Kongo zu. Emerald. Macht keinen Sinn. Die haut ab. Da ist die Kongo. Da ist die Kongo. Komm, zieh das richtige Schiff an. Ah, ich liebe das. Immer wieder das Problem, dass er das falsche Schiff anvisiert. Wir kennen es ja. Na, komm schon. So, jetzt hier nochmal drei Türme. Boah, schön, Nummer 8000. Komm, vielleicht kriegen wir die Kongo noch raus hier. Vielleicht kriegen wir die Kongo noch raus. Aber die 90 Sekunden werden uns wahrscheinlich nicht reichen. Ah, komm, wir fahren noch mal ein bisschen rückwärts. Ey, die brennt raus. Die brennt raus. Da ist die Kirov. Jawohl. Die hat Kasu sich geschnappt. Sehr schön. Da ist ein Zerstörer. Da ist ein Zerstörer. Eine Klemsen. Ah, sehr schön. Pfirsich kümmert sich schon drum. Wollen wir Pfirsich natürlich mal ein bisschen helfen. Und das war's. Klemsen ist raus. Sehr, sehr geil. Genau das ist es. So, dann fahren wir mal weiter. Fahren wir mal Richtung Kirov. Zwei Schiffe haben wir versenkt. Und sind noch vier Stück hier drinne. So, wir drehen. Wir gucken schon mal nach links, damit sich natürlich hier unsere Türme schon mal auf die richtige Position stellen können. Denn ihr wisst ja, das dauert bei den Ruskis alle ein bisschen länger. Ja. So, noch eine Kansas. Oh, sogar eine FE. Sieht man auch mittlerweile sehr selten. Habe ich ja auch. Habe ich ja auch. Da, eine Kirov. Vielleicht können wir hier noch eine drücken. Das wäre schön. Aber ich glaube nicht. Wir konnten nicht weit genug vorhalten. Nee. Schade. Sehr schade. So, da haben wir noch eine Marblehead. Vielleicht kriegen wir die Kirov gleich nochmal. Na komm schon. Aha, da ist er. Sie bleibt fast stehen. Ja, sie sind drüber gegangen. Das ist schon mal sehr gut. Ah, oh, und eine Zitadelle, Freunde. Sehr schön.
So, schauen wir mal. Da ist noch die Marblehead. Vielleicht kriegen wir sie raus. Die kleine süße Marblehead. Ah, sie dreht, sie dreht, sie dreht. Breitzeit ist raus. Was müsste es gewesen sein? Ah, doch nicht. Schade. Sehr schade. Hat da nochmal reingelenkt. Sie hat da nochmal reingelenkt. Und da ist noch die Kirov. Ah, vielleicht kriegen wir sie. Vielleicht kriegen wir sie. Ne, da schießt sich mal anders drauf. Oh, hat aber daneben gesammelt. Hat daneben gesammelt. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack, das müsste eigentlich reichen. Ja, die kommen auch sehr gut. Jawohl, die ist raus. Nummer 3 gehört uns. So, jetzt haben wir hier nochmal auf die Kirov. Ah, schön. Oh, die hat sich festgefahren, Freunde. Die hat sich festgefahren. Ah, schade. Da hat der Sand gestört. Komm, eine Salve ist die Kirov auch weg. Ah, schade. Schade, schade, schade. So, da haben wir noch eine Kansas. Aber hier muss auch noch irgendwo ein Kreuzerchen sein. Ah, da, ein Emerald. Komm schon, komm schon, komm schon. Volle Breitseite raus, Freunde. Volle Breitseite raus. Krim ist raus. Ah, zieht da. Jawohl. Jetzt warten wir nochmal. Vielleicht haben wir das Glück. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir hier die Emerald noch rauskriegen. Komm schon, lad nach, Baby, lad nach. Oh, die kommen wohl Kassiertorps. 4 Stück sogar. Wollen wir natürlich helfen hier, zack. Und Emerald ist raus. 4 Kills haben wir jetzt. Und diesmal lasse ich mir meinen Kraken nicht wieder klauen. So wie beim letzten Mal mit der Leggy Leggy. Nein, diesmal will ich meinen Kraken haben. Und jetzt gehe ich einfach mal auf Rammkurs. Ihr wisst, ich mache das normalerweise nie. Aber ich will meinen Kraken. Und ich kenne mein Glück. Hätte ich jetzt drauf geschossen gehabt, hätte sie wahrscheinlich noch 2 mm Leben gehabt. Und irgendwer hätte sie mir wieder geklaut. Deswegen fahren wir jetzt direkt auf die... Erkennst es zu? Ich hoffe, mein Plan klappt. Ich hoffe, mein Plan klappt. Oh, das sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Sie ist zu schnell. Sie ist zu schnell. Ah, komm schon. Seht ihr, ich habe keine Erfahrung im RAM. Ich habe keine Erfahrung im RAM. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ja, jetzt komm. Ah, die fährt sich gleich fest. Die fährt sich gleich fest. Die fährt sich gleich fest. Jawohl. Und hinten retten die Bude. Und zack. Jawohl. Und wir haben unsere Rettkrake. Ah, Freunde. Ab und zu muss man sich den Spaß aber gönnen. Ja, 96.000 haben wir nur gemacht gehabt, haben 5 Medaillen rausgekriegt, sind auf Platz 1 und wir haben unseren Kraken. Sehr, sehr schön. Ja, ihr hattet euch ja gewünscht, ich sollte euch nochmal die Wirtschaft anzeigen. Die werde ich jetzt mal rumswitchen. Moment, da. Habt ihr sie? 146.000 plus haben wir gemacht. Ja, Freunde, dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerbarre. Macht's gut!